Tja, seltsame und komische Dinge, die ich so im Sommer und in den Videos und so erlebt habe. Auf dem Bike zum Beispiel, naja, einmal ja dieses nicht ranfahren an die Linien bei der Ampel, an die weißen Striche. Leute bleiben immer ein paar Meter davor stehen. Gut, kann man als Einladung sehen, dass sie mir da Platz lassen, fahre ich natürlich vor. Aber das ist schon eine echt seltsame Geschichte. Ja, und das ist mir letztens aufgefallen, als ich dann abends wieder über die Dörfer zum Bikertreffen zurückgefahren bin, dass dann dauernd die Tauben am Rand sitzen. Und komischerweise immer nur diese dummen Tauben. Ja, wenn du dann ankommst, dann flattern die hoch. Und teilweise sind sie so hoch geflattert vor mir, dass ich die fast in die Fresse gekriegt habe. Oder ja, die mir mein neues Windschild fast kaputt gehauen haben. Ne? Das ist also oft so knapp ausgegangen. Das war schon verrückt. Oder ich bin da eben wie durchs Blattland gefahren und abends rannte mir ein Fasan vor die Flinte. Dann war es ein Reh. Das war aber noch weit genug entfernt. Dann kam ein Kaninchen. Das Kaninchen ist mir dann, hat fast gewartet, bis ich da war, und dann rannte es auf einmal aus dem Gras raus, direkt vor meinem Vorderrad sozusagen. Aber ich hatte das schon gesehen im Gras, habe dann schon gebremst und das ging dann auch alles gut. Ja, oder eben auf dem Land, wenn du da durch die Dörfer fährst, die Leute haben ja alle Haustiere und Katzen und so, sind mir auch zwei, dreimal so Katzen direkt vors Vorderrad gerannt. Also einmal war es sehr knapp, von rechts nach links, vom zweiten Mal habe ich gerade noch bremsen können, ging sich gerade noch aus, wie die Österreicher sagen. Aber naja, und dann eben diese Videos, die ich immer gucke, da passieren ja auch seltsame und lustige Sachen. Und in einer Szene, ich meine, die Leute, die strecken ja immer gleich den Mittelfinger raus, wenn irgendwas ist und jemand da komisch fährt oder so. Und das eine war, kam auch einer auf der Landstraße gefahren um die Ecke und es rennt ihm ein Reh von links nach rechts, zack, direkt vor die Flinte. Zum Glück alles gut gegangen und so. Ja, und was macht er zu dem Reh? Streckt den Mittelfinger aus und beschwert sich bei dem Reh sozusagen. Ich hätte mich wegschmeißen können, also das Reh hat das bestimmt gesehen, den Mittelfinger, und hat sich dann ganz böse darüber geärgert. Es gibt aber auch Leute, ey, Mann, sag ich ja immer wieder in meinen Videos. Das glaubst du gar nicht. Kannst dir manchmal nicht ausdenken, was da für seltsame Leute unterwegs sind. Einfach zum Wegschmeißen, ey. Naja. Das sind so Sachen, die mir diesen Sommer, wie gesagt, bei meinen eigenen Fahrten, aber auch bei Videos aus, ja, von Dirtbike Lunatic und Moto Madness und so aufgefallen sind. Da hatte ich ja auch ein, zwei Videos hingeschickt, die gezeigt wurden. Mir einer in Osterholz die Vorfahrt genommen hatte beim Rechtsabbiegen. Sieht das auch nach und offenen Auges nimmt er mir kackfrech, will er mir die Vorfahrt nehmen. Und naja, ich hatte dann Vorfahrt und ich bin dann einfach rechts abgebogen und vor seine Flinte gefahren. Und er hat ja auch gebremst und mir dann Platz gelassen, ne? Da habe ich auch gedacht, kann nicht wahr sein, kannst du nicht ausdenken. Naja, und sonst sage ich ja mal, Augen offen halten, mit der Dummheit der anderen rechnen, und dann passt das schon. Kann eigentlich nichts schief gehen. Unfall hatte ich gestern, aber den im Bad in der Dusche, von meinem Sitz ausgerutscht, mit meinem Sitz praktisch über Kopf gegangen in der Dusche. Aber mit dem Motorrad, toi toi toi, noch nichts passiert.
Ja, soll es das auch gewesen sein. Würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und gehabt euch wohl!